Es sind die kleinen Momente, die uns glücklich machen, wenn er mich so anschaut, der kleine Rusty. Ich freue mich immer, wenn ich die Zeit mit ihm genießen kann. Draußen in der Natur, an der frischen Luft. Ich mag sie nicht missen, diese Glücksmomente. Heute ist Samstag und wir sind auf dem Weg zum Tierarzt. Nur wenige Kilometer von der A45 zwischen Hörstein und Alzenau liegt oben über dem Maintal die Kleintierklinik Yvonne Lang, unser Ziel für heute. Ja, Tiere sind etwas Besonderes und sie verdienen besondere Aufmerksamkeit. Daher war es mir wichtig, einen Tierarzt zu finden, dem ich vertrauen kann, der sich Zeit für uns nimmt und auch im Notfall immer erreichbar ist. Und so ein Notfall kann schneller kommen, als man denkt. So wie neulich, als er ein Stück Plastiktüte verschluckt hatte. Doch zum Glück konnte Frau Lang ihm schnell helfen und es ist alles gut gegangen. Heute sind wir nur zur Routineuntersuchung gekommen. Um diese in Ruhe durchführen zu können, wurde für den Termin reichlich Zeit eingeplant und das kompetente Team von Frau Lang ist sehr aufmerksam. Es ist diese Mischung aus Professionalität und Herzlichkeit, die mir das Gefühl gibt, gut aufgehoben zu sein. Wenn man hierher kommt, fühlt man sich direkt wie zu Hause. Frau Lang nimmt sich wirklich die Zeit für die kleinen Patienten und ihre Besitzer. Und Rusty fühlt sich hier auch richtig wohl. Die Klinik ist sehr gut ausgestattet, moderne Diagnosegeräte und ein eigenes Labor, digitales Röntgen und neueste Ultraschalltechniken sind hier selbstverständlich. Der technisch hervorragend eingerichtete OP ermöglicht alle Arten von Weichteil- und Knochenoperationen. Hier wird gerade eine endoskopische Kastration durchgeführt. Diese Variante ist viel schonender für das Tier als ein konventioneller Eingriff. Auch nach einer OP werden die Tiere gut versorgt und gepflegt. Hier bekommt gerade Katze Tinky ihren Verband gewechselt. Frau Lang und ihr Team achten immer gut darauf, dass es den Tieren an nichts fehlt. In einzelnen Fällen macht die Tierklinik auch Hausbesuche. Nach Möglichkeit sollte man aber versuchen, mit dem Tier in die Klinik zu kommen, da dort die Untersuchungsmöglichkeiten einfach viel besser sind. So, wir haben hier unsere Untersuchungen abgeschlossen und nehmen noch Futter und ein paar Leckerli für Rusty mit. Bei Rusty ist alles in Ordnung, also auf zum Spaziergang durch den Wald, direkt an der Klinik.